Laura Karasek, wie darf ich Sie vorstellen? Als Rechtsanwältin, die jetzt auch im Fernsehen moderiert, als Buchautorin, die Podcasts macht und Online-Kolumnen schreibt, oder gleich als multimedial begabte Tochter von Helmut Karasek, die, ich glaube, auf Instagram 12.000 Follower hat? Bitte nicht als Instagramerin. Die Zahlen sind so schlecht, da kann ich mich ja nicht mit brüsten. Nein, am liebsten bin ich schon inzwischen, glaube ich, Autorin und Moderatorin. Aber ich bin froh, wenn jemand sagt, dass ich auch Rechtsanwältin bin, weil das ist ja nun mal der Beruf, den ich gelernt habe, auch wenn ich ihn gerade nicht ausübe. Sie haben in diesem Sommer zwei Sendungen moderiert, ja. Einmal im Privatsender Vox, Sieben Töchter, und auf ZDF Neo, Laura Karasek, Zart am Limit. Werden Sie überall gebraucht? Ich weiß nicht, ob ich gebraucht werde, vielleicht habe ich mich einfach aufgedrängt. Naja, also das mit dem ZDF, das war ein langer Weg und das war so ein Traum von mir. Also wenn man mich vor 10 Jahren gefragt hätte, was wünschst du dir am meisten, dann wäre es, glaube ich, gewesen, einen Roman zu schreiben und meine eigene Fernsehsendung. Mhm. Und meine Freunde haben immer gesagt, ja, genau, Laura, du kriegst mal eine eigene Sendung als Anwältin. Und das war natürlich bei Neo so ein ganz schönes Projekt. Und Vox hat natürlich wie die Faust aufs Auge zu mir gepasst, weil wenn man mit Kindern spricht, von prominenten Eltern, und ich habe das ja sozusagen nur moderiert, das hatte sowas von Therapiesitzung. Also wir waren halt so eine Schicksalsgemeinschaft, weil wir alle, also ich glaube, das passte einfach gut, wenn der Moderator oder in dem Fall die Moderatorin selbst betroffen ist. Also ich konnte mich in diese ganzen Töchter sehr hineinversetzen und wir haben, das war auch sehr offen und sehr innig. Deswegen wurde ich vielleicht dafür schon gebraucht, aber ansonsten. Neu bei Vox. 7 Promi-Töchter erzählen ihre Geschichte. 7 Töchter. Ab Dienstag, 20.15 Uhr. Ich meine, man hätte auch eine Anwaltsserie machen können, ne? Laura Karasek setzt sich für Sie ein. Also, genau. Das kommt vielleicht noch, darauf warte ich noch. Ja. Was interessiert Sie am Moderationsjob? Was macht ihn so spannend? Also was ich wirklich daran liebe, ich bin natürlich jetzt auch gerade ganz neu in dieser Branche, deswegen bin ich wie jemand, der eigentlich frisch verknallt ist, der einfach in so einer Honeymoon-Phase ist und alles aufregend findet. Also ich bin immer selbst wahnsinnig aufgeregt, ich liebe Lampenfieber, ich liebe Adrenalin und ich finde daran natürlich das Schönste, dass man so viele Begegnungen hat, also dass man gerade nicht nur bei den Töchtern, sondern auch bei Zart am Limit in der Talkshow sich mit Lebensgeschichten befasst und Lebensläufen und mit Menschen, die man sonst nie kennengelernt hätte. Also ob das ein Gangster-Rapper ist, ob das jemand ist, die sich für Menstruation einsetzt, ob das tolle Künstler, Schauspieler sind. Also dass diese Begegnungen, die, glaube ich, machen den Beruf so erfreulich. Mhm. Weil ich höre mir gerne gute Geschichten an und ich freue mich auch, wenn ich selbst mal eine gute erzählen darf. Und da sind wirklich, ich will jetzt gar nicht sagen Freundschaften, aber man hat dann Gäste, mit denen man wirklich auch danach noch in Kontakt bleibt und einfach sagt, das war so schön und so intensiv, mal so ein Gespräch zu führen, das bleibt irgendwie. Und das ist doch geil. Also ich nutze das eigentlich nur um private, ich suche Freunde. Weil das Leben vorher so langweilig war. Genau. Ja. Welche Eigenschaften, welche Erfahrungen aus deinem vorherigen Job kannst du eigentlich mitnehmen für den Beruf der Moderatorin? Vorher warst du Anwältin bei einer sehr erfolgreichen Wirtschaftskanzlei, ja, bei Clifford Chance. Mhm. Also ich glaube, dass man, dass es natürlich auch was mit Lampenfieber zu tun hat und mit Präsentieren, dass man, wenn man vor Gericht steht, muss man ja auch eine gewisse Kompetenz haben oder zumindest sich gut verkaufen können und man muss die besseren Argumente haben und man möchte gewinnen. Das heißt, die Erfahrung, die man da macht an, glaube ich, für das Selbstwertgefühl und für Souveränität, also dass man natürlich immer noch nervös ist, aber dass man auch weiß, ich kann das gewinnen und das ist eine harte Schule, so eine Anwalt, also so eine Kanzlei ist natürlich auch, man hat viel Gegenwind, ich habe wirklich ja auch Dispute Resolution gemacht, also Streitschlichtung, Konfliktlösung. Das heißt, du hast immer wirklich einen Gegner auf der Gegenseite und du willst dieses Verfahren gewinnen. Und zu lernen, zu überzeugen als Mensch und als Anwältin, ich glaube, das brauchst du in beiden Berufen. Aber auch mal zu lernen, mit Niederlagen umzugehen. Also auch zu sagen, ja, ist uns natürlich in der Kanzlei nie passiert. Aber also das ist, glaube ich, ich glaube, ich wäre vor 10 Jahren einfach, hätte mir
vielleicht so dieses, ich traue mich das, der Mut hätte mir gefehlt. Und den verdanke ich der Kanzlei. Ah ja, okay. Ich bin gerade eben vom Sie zum Du gesprungen. Wir bleiben jetzt einfach beim Du. Bitte bleib beim Du. Danke, danke. und zwar würde mich noch als nächstes interessieren, warum hast du denn deinen Job dann bei Clifford Chance aufgegeben, wenn der doch so spannend war? Der war spannend, aber ich habe mich immer danach gesehnt. Also es war, wie gesagt, wirklich immer ein Traum von mir, was im Fernsehen zu machen. Schauspielerisches Talent habe ich jetzt nicht so. Ich schreibe halt gern. Und das Schreiben, also ich glaube, das ist auch ein schöner Kontrast zu meinem Autorendasein, weil das Schreiben ist ja ein unglaublich einsamer Beruf. Mhm. Also einen Roman schreiben kannst du nur alleine. Und du sitzt da zu Hause und ich schreibe vor allem nachts immer bis um 4 oder 5 Uhr morgens. Und diese Sehnsucht danach, aber auch da, also eine Bühne zu haben. Also ich bin schon ein Mensch, der Applaus liebt und der auch die Anspannung liebt. Und ich habe in der Kanzlei so ein bisschen die Auseinandersetzung mit kulturellen und gesellschaftlichen Themen vermisst. Also du machst dann natürlich viel Wirtschaftsrecht und das ist hochspannend und sehr anspruchsvoll. Aber das, seit ich da raus bin, merke ich, dass ich viel mehr Zeitung lese, dass ich viel mehr wieder Romane lese, weil du den ganzen Tag sonst juristische Texte liest und dann hast du abends keine Lust mehr und keine Zeit. Und jetzt beschäftige ich mich mit dem, was ich wirklich auch privat tun würde. Also eigentlich fühlt sich das gar nicht so sehr an wie ein Beruf, sondern das würde ich auch, das darf man gar nicht laut sagen, ich würde es wahrscheinlich auch umsonst machen. Okay, jetzt haben alle mitgeschnitten oder wir schneiden das nachher raus. So einmal überlegen, ganz genau. Du bist jetzt 37 Jahre alt. Schaust du heute anders auf dich als vor 10 Jahren? Ja, also ich bin ein Kind von 2 Kritikern. Das heißt, ich habe immer auch, und ich glaube, da ist auch die Juristin noch in mir, ich hatte immer so einen krassen inneren Richter auch. Also ich hatte immer so eine Jury, die auch gesagt hat, das ist nicht gut genug oder da musst du besser werden. Also ich bin nicht verbissen, aber ich bin schon ehrgeizig. Und ich glaube, dieses ganz Kritische habe ich versucht, ein bisschen abzumildern, weil das ja auch eine Form von Narzissmus eigentlich ist. Also sich selbst auch im Negativen so wichtig zu nehmen und zu denken, alle reden schlecht über mich oder alle lästern über mich. Das ist ja auch sehr, sehr selbstbezogen. Ich glaube, diese Mischung aus das, was ich immer hatte, so Selbstzweifel und Größenwahn, das hat sich bei mir immer so ganz gut die Waage gehalten. Also diese Liebe auch zum Leben und diese Lebenslust und Lebensfreude auch gepaart mit einer gewissen Angst und Ängstlichkeit und mit der Sehnsucht auch danach, geliebt und gemocht und akzeptiert zu werden und so. Ich kann jetzt etwas besser mit Kritik umgehen, tatsächlich. Also das ist sicherlich durch den ersten Roman gekommen und so, dass man sich ein bisschen dickeres Fell zugelegt hat, wobei ich das eigentlich schade finde, weil ich immer denke, warum soll ich mir ein dickeres Fell zulegen? Also ich fände es eigentlich schöner, wenn der Umgang insgesamt auch in den Medien etwas liebevoller wäre und auch auf den sozialen Medien. Ja. Dass man dann immer sagt, ja, aber du musst abgehärtet sein und so. Ich will gar nicht abgehärtet. Ich möchte berührbar sein und ich möchte auch berührt werden. Und wenn ich nicht mehr berührt werde vom Fernsehen und von Filmen und von Musik und von Kunst, dann finde ich, ist das ein großer Verlust. Insofern habe ich gar keine Lust, das mir ganz abzutrainieren. Aber ich glaube, eine gewisse Stärke, die ich sicherlich mit Ende 20 noch nicht hatte, auch bevor ich Mutter war, bevor ich auch meinen Vater verloren habe. Also man hat auch so schon die ersten Täler durchschritten. Ich glaube, das hat sich schon verändert natürlich. Hat das auch so zum Umdenken geführt, dass du gesagt hast, so jetzt habe ich den einen Job gemacht, ich möchte noch was anderes? Ja, total. Also der Tod meines Vaters hat sicherlich dazu geführt, dass ich gedacht habe, du musst die Dinge jetzt machen, also du musst deine Träume jetzt verwirklichen. Weil er das auch so gemacht hat und ich glaube, der war beruflich ein sehr, sehr glücklicher Mensch und meine Mutter auch. Und das waren insofern beides immer Vorbilder für uns Kinder. Und ich hatte das dann auch 6 Jahre gemacht als Anwältin, dann war auch gut. Also ich bin nicht so monogam, beruflich. Beruflich. Ja, ich wollte dann was Neues. Das klingt jetzt so nach Loriot. Ich wollte ein Jodel. Ich habe was Eigenes, ich habe ein Jodeldiplom. Nein, aber ich wollte mich noch mal was trauen. Ich wollte mir, glaube ich, selbst oder irgendjemandem irgendwas beweisen. Ich weiß bis heute nicht wem, aber dass man halt sagt so... Es muss gar kein Beweisen sein. Es kann ja einfach ein sich ausprobieren sein. Also ich habe gedacht, wenn ich das nicht mache, ärgere ich mich in 20 Jahren. Und das sollte es irgendwie nicht sein. Ich wollte mich nicht ärgern. Vor allen Dingen nicht über mich. Sich über sich selbst zu ärgern, ist ja das Allerärgerlichste. Ja, oder dieses Gefühl zu haben, too late. Genau, genau. Nee. Bist du in der Welt der Medien angekommen? Ich fühle mich da sehr wohl.
Ja, ich würde, ja, was heißt angekommen? Ich glaube, ich hoffe, dass ich das nicht verliere, dass ich mich nicht verbiegen lasse und dass man irgendwie so diese Neugier und auch diese Euphorie behält und dass ich irgendwie dieses, ja, es ist ja heute immer mehr denn je, ne, Authentizität und alles muss echt sein und so. Und ich hoffe, dass man sich das bewahren kann, auch wenn man da schon ein paar Jahre durchgegangen ist, weil es gibt ja durchaus auch Menschen, die sagen, das ist so knallhart, das ist auch eine schwere Erfahrung, ja, immer mit diesem Feedback und immer der Quotendruck und immer jeder kann sich das Maul über dich zerreißen und du stehst in der Öffentlichkeit. Das ist natürlich auch nicht alles immer nur schön, aber bisher finde ich es ziemlich cool. Mhm. Welche Talente bringst du mit, um diesen Job der Moderatorin zu machen? Ich hoffe oder ich glaube, dass ich mitbringe, dass ich natürlich auch als Autorin mit der Sprache gut arbeiten kann und vor allen Dingen als Juristin. Also auch dafür war das natürlich wichtig, dass du, wenn du Jura studiert hast, dann kannst du einfach sehr präzise formulieren und du weißt auch, worauf es ankommt. Und du kannst aber auch polemisch sein und du weißt auch, wie du polarisierst und so. Also die Sprache ist ja ein wunderbares Mittel auch, dass du geschickt einsetzen kannst, auch um deinen Gästen vielleicht was zu entlocken, um Menschen zu unterhalten. Ich glaube, Komik und Humor ist wichtig und ich glaube, die größte Fähigkeit, die ich hoffentlich habe, die mir jedenfalls nachgesagt wird und ich behaupte, ich habe sie, ist über mich selbst zu lachen. Also sich selbst nicht so ernst zu nehmen, sondern so eine gewisse Selbstironie, dass man auch sagt, ja, ich bin manchmal tollpatschig und ich bin manchmal ungeschickt und ich trete auch in jedes Fettnäpfchen und ich bin mein eigener chronischer Versicherungsfall. Aber ich weil das ist, glaube ich, ich finde Menschen sympathisch, die über sich selbst lachen können. Was musst du noch lernen? Ich muss noch lernen, geduldiger zu sein und genügsamer. Also ich will dann immer, dass die Dinge sofort passieren. Und ja, mit Kritik umgehen. Also mir auch Dinge nicht alles so ganz dicht an mich ranzulassen. Und nicht alles so persönlich zu nehmen und gleich in Frage zu stellen. Und dann habe ich schlaflose Nächte, weil Leute mich hassen. Und dann kriege ich einen Weltschmerz, weil ich denke, warum hassen die Leute überhaupt und was ist los mit der Welt und so. Also dieses, ja, sich da auch nicht zu ernst zu nehmen und ja, irgendwie damit ein bisschen cooler, lässiger umzugehen. Hat vielleicht auch was mit Reifen und Erwachsenwerden zu tun. Ja. Du hast es vorhin schon angesprochen, du hast in dem Sommer eine Sendung moderiert auf Vox, 7 Töchter. In dieser Sendung hast du mit 6 weiteren Töchtern prominenter Väter, darunter Cheyenne Ochsenknecht oder Elena Carrière, dich besprochen. Was hast du daraus gelernt aus dieser Sendung? Was hast du für dich da selbst mitgenommen? Also für mich war total interessant, dass es uns eigentlich allen sehr ähnlich ging mit dieser Reduktion, also mit diesem immer, ja, das ist ja nur die Tochter von. Und bei manchen, ich meine, die sind zum Teil 18 gewesen, da kann man das ja vielleicht gerade noch verstehen, aber ich bin 37, ich habe Jura studiert, ich habe 2 Kinder, ich habe 2 Staatsexamen. Also irgendwann denkt man, ist es ja auch mal gut. Mhm. Also ich bin ja gerne seine Tochter, ich geniere mich auch nicht für ihn, sondern ich bin total stolz. Ich war auch ein totales Papakind. Aber was das eben mit einem macht, also was ist der Vater für eine Tochter? Was ist das für ein Referenzmann? Sucht man sich Männer aus als Partner, die ähnlich sind? Übt das einen Druck aus, wenn der Vater so erfolgreich ist? Also da könntest du genauso, sage ich mal, mit Zahnarzttöchtern drüber reden oder mit Töchtern von Industriellen oder so. Also wie prägend ist Familie? Und mir war Familie immer sehr wichtig. Ich habe zu meinen beiden Eltern ein ganz enges Verhältnis. Und du siehst aber auch, was das eben anrichten kann, wenn das nicht funktioniert. Und dieser ehrliche und offene Austausch mit Kindern über dieses konkrete Thema, das war für uns alle, glaube ich, neu, weil ich nie eine Freundin hatte, mit der ich da so unverblümt drüber sprechen konnte, was das auch ist. Nun hatte ich einen Vater, für den ich mich Gott sei Dank nicht schämen musste. Also da waren ja schon auch Kinder, die auch gesagt haben, naja, also meine Mama oder mein Papa war im Dschungel. Ne? Ja. Oder mein Vater war ja jetzt nie in der Bild mit einer Schlagzeile irgendwie Helmut Karasek besoffen im Stripclub erwischt oder so. Also was macht das auch mit einem, wenn man sich geniert, wenn man in der Schule deswegen gemobbt wird und so. Das fand ich sehr interessant. Also auch diese Sippenhaft und dieses ganze, ja, du bist doch bestimmt so und so. Also an dem Promi-Kind ist ja ein negativ konnotierter Begriff. Das ist ja nichts Positives, du bist ein Promi-Kind. Das heißt, das ist ja zunächst mal eigentlich ein Statement,
Du kannst nichts, du weißt nichts und du hast nur was, weil. Und damit zu brechen, war mir total wichtig mit diesem Klischee und mit dieser Schublade. Was haben dir deine Eltern mit auf den Weg gegeben? Du hast gesagt, beides seien sehr starke Persönlichkeiten gewesen. Also ich glaube, die haben mir beide beigebracht, also natürlich spielte Bildung bei uns zu Hause eine große Rolle. Und ich glaube auch, dass Ehrgeiz, also dass uns Kindern gesagt wurde, ihr könnt alles machen, ihr könnt alles werden. Wir sind unglaublich gleichberechtigt erzogen worden. Also ich habe nie gedacht, jetzt wenn wir beim Thema Sexismus oder so wären, ich bin ein Mädchen oder eine Tochter oder eine Frau, ich kann das deswegen nicht machen. Sondern die haben immer darauf geachtet, dass da eben alles gleich ist. Also sie haben uns eben mitgegeben, dass... Du hast drei Brüder. Ich habe drei Brüder, ich bin die einzige Tochter. Das ist natürlich auch fatal, wenn man einen Vater hat, der einen dann auch noch so vergöttert und man dann in die echte Welt da draußen kommt und merkt, okay, nicht überall wird man so positiv in Empfang genommen wie zu Hause. Wenn ich da mittelmäßig Chopin-Walzer gespielt habe, hat mein Vater schon geheult. Also ich glaube, dieses mutig sein und sich selbst was zutrauen und Freude an Bildung haben, Freude an Gedichten, Freude an klassischer Musik, Freude aber auch an Popkultur, sich nicht verbiegen. Also ich glaube, meine Eltern sind beide ganz liebevolle, herzliche und weltoffene Menschen. Und dass man irgendwie tolerant ist und liberal und fast so Hippie-Style. Also ich sage immer leben und leben lassen. Ich finde... beurteilen ganz schwierig. Also ich finde immer, jeder soll so sein, wie er ist. Meine Eltern haben mich so sein lassen, wie ich war. Wurde bei euch zu Hause auch ferngesehen? Ja. Also sehr gewählt. Wir mussten natürlich, was heißt, wir mussten im Nachhinein, bin ich dankbar, aber wir haben mit meinen Eltern viele alte Filme geguckt. Also Lubitsch und Charlie Chaplin und Billy Wilder natürlich. Und also die ganzen Klassiker. Aber wir haben auch natürlich Wetten, dass geguckt. Also das war auch, mein Vater war ja auch mit Gottschalk befreundet und ist mit Jauch befreundet und so. Wer wird Millionär wurde bei uns natürlich immer gespielt. Das hatten wir dann auch tatsächlich als Brettspiel. Also da haben wir uns immer gebettelt, wobei ich immer die Schlechteste war, weil ich hatte so kein Fachgebiet. Also in meiner Familie bin ich der Anti-Telefon-Joker, weil mein Bruder besetzt Geografie und Fußball. Mein Vater war Literatur und Geschichte, meine Mutter war Musik und Literatur und Theater. Und ich, also den Jura-Joker gibt es ja nicht. Also aber wir haben viel so Quiz-Sendungen. Da hatten meine Eltern große Freude dran. Gab es auch was du nicht sehen durftest, was du aber gern gesehen hättest? Ja, so Trash-Formate durften wir jetzt nicht gucken oder so Reality-TV oder so. Wir durften eh nicht so viel Fernsehen, wobei mein Vater sehr inkonsequent war. Also wir Kinder wussten immer, wenn Mama arbeitet, dann können wir glotzen und Nintendo spielen. Dann wurde Mario Kart gespielt und geglotzt. Beverly Hills 90210, Melrose Place, die ganzen schönen 90er-Jahre-Serien, Friends natürlich. Ja. Du hast es gerade eben auch schon erwähnt, dass du mit sehr viel Bildung, mit sehr viel Weitblick aufgewachsen bist. Stellt sich die Frage, bist du nicht zu klug fürs Fernsehen? Was sagt das denn über das Fernsehen? Also erstens finde ich, wäre es ja schön, wenn ich zu klug fürs Fernsehen wäre, bezweifle ich aber. Und zweitens, also naja, wir wollen ja das Fernsehen klug halten oder klüger machen. Und ich glaube, je mehr kluge Köpfe es da gibt, desto besser tut es dem Fernsehen. Und es gibt ja starke Sendungen und Formate und es gibt ganz tolle Leute, die auch Vorbilder sind und so. Und nee, ich glaube nicht, dass ich zu klug bin. Spricht für dich. Du hast die Sommerpause von Jan Böhmermann übernommen und auf ZDF Neo eine Sendung gehabt, die Laura Karasek, Zart am Limit, heißt. Wie kam es zu der Sendung? Ja, also ich saß eines Tages in der Kanzlei und dachte mir, ich möchte eine Sendung moderieren, habe aber null Moderationserfahrung und habe eine E-Mail geschrieben an Sebastian Flohr, der ist Development-Chef von ZDF Neo. Und dem habe ich gesagt, Sie müssen mich kennenlernen, Sie werden es nicht bereuen. Was eigentlich auch selbstironisch sein sollte. Und gleichzeitig ich war ja schon bei einer Agentur, also bei einem Management, weil ich durch meinen ersten Roman eben bei Markus Lanz war und bei TV Total und bei Günther Jauch und NDR Talkshow und natürlich mit meinem Vater auch viel in so Shows war.
Und die haben immer gesagt, dein Roman ist so toll und wir wollen dich gerne, wir würden so gern, dass du was, du bist gut im Fernsehen oder du bist ist irgendwie entertaining oder lustig. Und parallel waren die in Cannes bei der Fernsehmesse und haben auch mit ZDF Neo gesprochen. Und dann, das war 2017 und nur 2 Jahre später habe ich eine Sendung bekommen. Also ja, das war dann ein langer Prozess. Dann haben wir einen Piloten gedreht und der hat dann funktioniert. Und dann haben sie mir gesagt, du kriegst eine Staffel. Und dann habe ich irgendwann in der Kanzlei halt entschieden, dass ich damit aufhöre und jetzt ZDF Neo mache. Ist dein Name Programm? Zart am Limit? Ja, das haben wir schon versucht. Also das sollte natürlich so eine, das sollte auch so ein bisschen mich beschreiben, weil ne, dieses Selbstzweifelgrößenwahn oder dieses, der Mensch an sich ist ja ein widersprüchliches Wesen und hat, glaube ich, jeder hat eine total verwundbare und zarte Seite und jeder hat aber auch eine taffe Seite. Und ein Ex-Freund hat mal über mich gesagt, Opernball meets Arschgeweih, das fand ich eigentlich auch eine gute Beschreibung. Oder prollige Poetin oder so. Also ich finde es immer wichtig, dass man eben nicht in einer Schublade ist, dass man nicht sagt, ich möchte jetzt nur Hochkultur machen und ich möchte irgendwie nur noch Salzburger Festspiele und bei mir sitzen jetzt nur noch, obwohl ich ihn liebe, die Stuttgart-Barres dieser Welt, sondern hey, da sitzt auch mal jemand, der hat auch eine spannende Lebensgeschichte, aber macht vielleicht irgendwie Gangster-Rap oder so. Also ich finde das, ich finde immer diese Trennung zwischen irgendwie, das ist jetzt aber intellektuell und das darf man aber nicht als Intellektueller und das muss man aber, das finde ich irgendwie schade. Weil ich glaube, da verpassen beide Seiten was. Und deswegen sollte eben das Zarte und Einfühlsame da eine Rolle spielen, aber auch das, ja, die kann auch ans Limit gehen. Also da wird auch mal ein Schnaps getrunken. Heute hau ich einen drauf. Herzlich willkommen im Pornobus. Wie groß ist die Menge an Ejakulat beim Samenerguss? Wie viel? Das Glas hier, oder? Milliliter, Gramm, was möchtest du? Liter. Wenn der die ganze Woche nicht hat, kommt da mehr rausgeschossen. Man denkt immer so, wo kommt das alles her? Was ist ein Blutpenis? 20 Zentimeter. Wie schmeckt Sperma? Noch nie probiert. Was glaubt ihr, wie es schmeckt? Neutral. Was heißt neutral? Wie Wasser? Wie Milch? Oft finde ich ein bisschen salzig. Milch hat ja Geschmack. Beantworte du uns doch die Frage. Edamame. Es ist nicht lecker, es ist nicht eklig. Es hat wenig Kalorien und Proteine. Was machst du anders als die bestehenden Talkshows? Also wir haben versucht, damit was zu machen, was so ein bisschen eine Mischung aus Talk und Late Night ist. Also schon auch mit Spielen, mit Elementen, mit Einspielern. Also dass man irgendwie sagt, naja, es ist eben nicht der klassische Markus Lanz. Es ist auch keine politische Talkshow, es ist nicht Anne Will oder sowas, sondern es ist eine Talkshow, in der auch mal Menschen zu Wort kommen, die vielleicht nicht super berühmt sind, sondern die einfach für was stehen, für eine Geschichte, für eine Sache, für einen Kampf, einen inneren oder Und ich glaube, dass das was Besonderes war, dass die Leichtigkeit, die Sendung hatte und aber auch die Tiefe, mein Vorbild ist ja schon ein bisschen immer so Ina Müller, Inas Nacht. Aber das ist natürlich, dass wir noch ein bisschen mehr vielleicht spielen und natürlich auch uns an junge Leute wenden wollen, die vielleicht gar nicht mehr so viel Fernsehen, die vielleicht sagen, ich gucke eigentlich nur noch YouTube oder Netflix oder so. Und die wieder zu kriegen, dass sie auch debattieren und dass sie auch sagen, Mensch, ich habe da gesehen, es gibt das und das Problem oder es gibt, wir hatten auch eine Sendung, die war nur, da ging es nur um Monogamie. Also ist das heute noch zeitgemäß? Wie können wir damit, da war ein Gast, die in einer offenen Ehe lebt und ein Agenturchef, der eine Alibi-Agentur hat und so. Also das sollten Themen sein, die so die Menschen in meiner Altersgruppe betreffen und umtreiben. Und ich glaube, das gibt es noch nicht, behaupte ich jetzt mal. Du hast das gerade eben gesagt, dass ihr versucht, auch Leute, die bisher YouTube sehen, fürs Fernsehen wieder zu begeistern. Was kann Fernsehen, was YouTube nicht kann? Das Schöne am Fernsehen ist doch, dass es, da ist ja schon, sage ich mal, eine Redaktion dahinter. Und da sind Menschen dahinter, die wirklich davon was verstehen. Und ich glaube, dass das Fernsehen, wenn es gut gemacht ist, es gibt auch tolle YouTuber, keine Frage, aber dass natürlich die Durchdachtheit und die Struktur, die dahinter steht, eine andere ist, als wenn sich einer da hinsetzt und einen Beauty-Blog macht oder sowas. Also es gibt auch relevante YouTuber, aber ich finde das schon fragwürdig, wenn die Reichweite von gewissen, also wenn Leute nur noch Tutorials angucken, fände ich das irgendwie schade. Also das Fernsehen hat ja schon noch mal eine andere,
ja, ich will jetzt nicht sagen faktische oder eine Überprüfbarkeit oder so, aber da steht ja, da sind ja Leute dahinter, die haben das gelernt und die verstehen was davon. Und ich fände es schade, wenn es nur noch YouTube gibt. Mhm. Es kann ja beides nebeneinander funktionieren. Wie ist dein Mediennutzungsverhalten? Ich gucke, ich schaue schon fern, aber ich schaue viel Mediathek. Also ich, weil ich einfach durch meinen Lebenswandel, ich möchte das dann sehen, wann ich das sehen will und nicht, wann es läuft. Also insofern bin ich, ich bin eigentlich zu alt, das zu sagen, aber ich bin auch so ein Mediathek-Schauer. Und ich bin natürlich auch jemand, ich schaue gerne Serien, ich schaue auch gerne mal eine amerikanische Talkshow. Ich finde, man kann sich auch von vielen Formaten und auch anderen Kulturen was abgucken oder so. Aber ich schaue auch, wie gesagt, sehr gerne Inas Nacht. Ich liebe die Schöneberger. Ich gucke sehr gerne Pussy Terror TV, also Kebekus. Ich liebe Martina Hill. Ich liebe die Kräumann. Also es gibt ja ganz mega geile. Ich bin total verliebt in Glashäufer Umlauf schon seit Jahren. Also es gibt, wir haben auch hier geile Sachen. Und wenn es so Serien gibt wie Bad Banks, das spielt natürlich hier auch in Frankfurt, aber das ist einfach schauspielerisch und auch von der Regieleistung, das ist so großartig. Sowas schaue ich dann schon gern. Und ich glaube, sowas kann dann auch nur das ZDF oder eben so ein Sender auf die Beine stellen. Oder ich liebe auch Jerks zum Beispiel mit Christian Ulm und Fari Yardim. Oder jetzt diese neue Serie How to Sell Drugs Online Fast, die fand ich auch ganz toll. Also es gibt schon gute Sachen, die da gemacht werden. Man muss sie nur finden, man muss nur aussortieren. Es ist wie mit allem. Also im Internet muss man ja auch, wenn man einen Tisch kaufen will, auf einmal hat man 200.000 Angebote. Und so ist es beim Fernsehen auch, dass man immer ins Feuilleton guckt. Ne? Genau, und dass man sich mal informiert, was ist denn gut und was ist gut bewertet oder was können Leute empfehlen oder so. Und dann findet man auch die feinen Dinger. Wird es von Zart am Limit eine Fortsetzung geben? Das werde ich bald erfahren, hoffe ich. Ich weiß da auch nicht mehr als du. Wir drücken die Daumen. Danke sehr. Du bist durch den Job als Fernsehmoderatorin jetzt ein bekanntes Gesicht, bekannter als Anwältin. Wie klasse findet das dein Mann? Der findet das gut, aber der ist auch so ein cooler Typ, der macht sowas ganz anderes und der hat schon immer so sein Ding gemacht und der wollte nie der ist nicht so eine Rampensau wie ich und deswegen ist der, glaube ich, einfach, ich glaube, der freut sich, dass ich damit so glücklich bin. Das merkt er ja schon. Wenn er ein ganz anderer Typ ist, eine Home-Story bei euch, wird es dann so schnell nicht geben? Nein, es gibt sowieso keine Home-Stories bei mir. Weder mit Kindern noch mit Mann. Wenn Träume wahr werden würden, was wäre dein größter Traum? Ach, man hat so viele. Ich habe mal den schönen Satz gelesen, nichts ist toter als ein erfüllter Wunsch. Das stimmt natürlich nicht ganz. Also für mich wäre schon unsterblich sein. Also naja, wobei das auch ist, Pest oder Cholera. Also ich glaube, um sie nicht philosophisch zu beantworten, sondern sehr konkret, dass einer meiner Romane mal verfilmt würde. Das fände ich total geil, da hätte ich auch gern Cameo-Auftritt. Oder mal eine Serie zu schreiben oder sowas, also so ein Drehbuch. Natürlich eine wahnsinnig erfolgreiche Talkshow, die ich möchte einmal im Leben Preis gewinnen, das wäre schön. Einmal so eine Rede halten. Egal, ob jetzt für Bücher oder Fernsehen. Synchronsprecherin fände ich auch total geil. Also irgendwie so eine singenden Schwamm spielen oder so. Ach, ich glaube, da ist noch einiges. Oder und ein Song. Also ich würde gerne mal ein Album mit Chansons aufnehmen. Okay. Also du hast noch viel vor. Wir wünschen für die Zukunft alles Gute. Danke und ich bin ganz sicher, einer der Träume wird mindestens in Erfüllung gehen. Vielen Dank. Turi 2 Edition. Inspiration für Macher. Und Inspiration live beim Kongress Total Video.